Alter, was geht ab, Leute? Team Maultier. Heute mit einer kleinen Diskussion, Umfrage. Servus. Zu dem Thema Aufhören mit Yu-Gi-Oh! Und zwar haben wir vor kurzem die Nachricht erhalten, dass die Leidenden aus Regensburg, Dennis und Munir, mit dem Spiel aufgehört haben. Und deswegen werden wir heute ein bisschen drüber reden, wann und wie die Jungs jemals mit Yu-Gi-Oh! Aufhören würden, ob sie schon mal aufgehört haben. Dann natürlich die Frage an euch. Schreibt das unten in die Kommentare. Dann kommen wir natürlich erstmal zu Bargisch. Erster Grund, wieso Dennis der Leidende mit Yu-Gi-Oh! Aufgehört hat. Also der war schon etwas unglücklich in der Szene, Yu-Gi-Oh-Szene, ich habe es bemerkt. Dann haben wir ein Duell gemacht und ich habe ihn zerstört. Er hatte das neue Cosmo und das konnte er nicht so verkraften. Er wurde immer trauriger und wie ihr seht, sein Channel ist vorbei. Und ja, so schnell kann es gehen. Ein Video, ein Duell und die Szene hast schon einen. Ja, kommen wir jetzt zu mir. Also ich habe auch schon öfter aufgehört, aber man merkt wirklich im Leben, da fehlt was. Weil Yu-Gi-Oh!, man hat Arbeit, dies, das mit Freunden. Es ist einfach so eine gute Abwechslung. Das Gute ist halt, es ist nicht so elektronisch. Es ist halt so festes an, es ist halt so echt. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht so vom PC, vor PS4 und sowas. Auf jeden Fall ist es halt nicht mit Elektronik, nicht vom Fernseher, dass du Kopfschmerzen oder so kriegst. Es ist halt eine gute Abwechslung, so allgemein. Wie war es bei dir? Ja, kommen wir zu mir. Ich habe eigentlich schon, ich spiele glaube ich Yu-Gi-Oh! Schon seit 12 Jahren. Seit es rausgekommen ist. Ich habe eine Zeit lang mal kurz aufgehört, da war, ich glaube, das war Ausbildung, wo ich in der Ausbildung war. Habe ich gleich für 1-2 Jahre aufgehört, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Ich musste lernen und andere Sachen, Probleme, Freundin und sowas. Und dann habe ich wieder angefangen. Ich habe eigentlich auch nur angefangen wieder, weil es ist einfach süchtig. Man kann nicht aufhören mit Yu-Gi-Oh! Man hat Freunde, die man sich immer hier treffen. Und es ist halt wieder so, wie Barry schon gesagt hat, man ist nicht immer zu Hause, sondern man geht auch mal an die frische Luft. Einfach mal raus aus dem Haus, spielt ein bisschen, hat ein bisschen Spaß mit Freunden, fährt auf Turnieren, trifft andere Freunde aus anderen Städten. Und ja, und deswegen spiele ich einfach Yu-Gi-Oh! Macht aber noch Spaß, ein bisschen Geld ausgeben und so. Ja, ich habe eigentlich auch nie richtig mit Yu-Gi-Oh! Aufgehört. Ich bin nur inaktiver, was Turniere angeht, geworden. Damals, der jetzt auch inzwischen wieder bei uns ist, ist der Nico. Der hat zum Beispiel sehr lange aufgehört. Aber man sieht, anscheinend hat ihm auch irgendwas gefehlt. Ja? Ist jetzt auch wieder voll drin im Spiel. Und ich und er haben halt zusammen seit LOB angefangen. Waren damals auch recht gut in der aktiven Zeit, sind auch regelmäßig auf Turniere gefahren, haben auch viel da erreicht. Aber ja, danach ist das Format immer, naja, schneller geworden. Es ist, ja, hey, ich habe mich versprochen. Es ist immer schneller geworden. Und ja, man muss auch sagen, es ist zwar noch Skill dabei, aber inzwischen viele Decks sind auf Autopilot. Aber es ist immer noch schön, mit den Jungs auf Turnieren zu fahren, es ist immer noch lustig. Es sind auch die langen Fahrten, die Reise lustig machen. Und die Turniere selber sind auch immer ein Highlight. Also es ist eigentlich noch richtig cool zu spielen. Gäbe es für euch jetzt einen Grund, irgendwie mit Yu-Gi-Oh! Aufzuhören, würde euch was einfallen und könnt ihr die Line denn nachvollziehen? Ja genau, schreibt es in die Kommentare. Ich habe euch gefragt, Mann. Achso, Grund gebe, ja. Gute Frage. Genau. Nein, einmal gab es wirklich. Also ich habe auch schon öfter aufgehört. Scheiße, stark. Aber schreib's in die Kommentare. Nee. Einmal, es kam die Karte, Meta, wisst ihr noch, E-Dragon und Spellbook. Ich hab diese Karte gelesen. Wie heißt die, wo du ziehst, entweder Judgment. Ich habe die wirklich gelesen, ich habe wirklich direkt aufgehört. Ich habe die nur gelesen, auf deren ich habe aufgehört. Das war meine letzte Pause, wo ich ein Jahr Pause hatte. Ich habe nicht mal EM mitgespielt und so. Am Anfang dachte ich, ich habe mich verlesen oder so, oder dass irgendein Fehler ist. Ich habe Freunde gefragt, die so, nein, das ist wirklich so. Und da habe ich wirklich direkt aufgehört. Ich war da sogar wütend auf Konami und so, dass sie sowas rausbringen. Die Karte hat ja ganz Meta bestimmt. Hast du schlechte Bewertung gegeben? Direkt schlechte Bewertung, Konami. Ich habe Support angeschrieben. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich Bewertungen abgebe. Und ja, da habe ich aufgehört. Aber was oft auch einen zurückbringt, ist die Bannet-Liste. Man sieht eine Bannet-Liste, alle sind demotiviert. Auf einmal wird auf alles geschossen.
Da habe ich schon in einem anderen Video was gesagt, wo man nicht weiß, was man spielen soll. Und da hat halt jeder sein Lieblingsdeck wieder ausgepackt und dann hat es halt wieder Spaß gemacht. Also die Bandit-List bringt oft wieder jemanden zurück, oder? Zu spielen. Habt ihr auch öfter miterlebt. Ja. Nochmal die Frage. Was wären Gründe für dich, jetzt mit Yu-Gi-Oh! Aufzuhören und kannst du die Leine von Team Ragnarok nachvollziehen? Also, Gründe, warum ich aufhören könnte, ist natürlich, wichtigster Grund ist familiäre Probleme. Ansonsten, wenn man halt ein Studium ist und gerade zum Beispiel sein Bachelor oder sein Master macht, hat man echt wenig Zeit, über was anderes zu machen, außer zu lernen. Das wäre auch ein Grund, vielleicht aufzuhören. Ansonsten verstehe ich die Leine denn gar nicht. Vielleicht war es auch der Druck für die zu hoch oder die waren einfach zu spielerisch, zu schlecht und haben nie was gerissen. Deswegen außer ist auch Toilettenpapier. Aber was reißen die am liebsten, Marisch? Ja, Toilettenpapier. Sehr gut. Genau. Ansonsten gibt es für mich eigentlich keinen Grund aufzuhören. Es hat immer noch für mich großer Spaßfaktor einfach. Nee, passt schon. Ein Grund für mich, ein Grund für mich aufzuhören wäre eventuell auch, wenn auch die Jungs aufhören, weil ganz ehrlich, es ist überwiegend so, dass man eigentlich wegen den Freunden herkommt, weil, wenn die anderen halt nicht mehr da wären, dann braucht man eigentlich auch nicht mehr ins FT zum Beispiel herkommen. Man kommt ja überwiegend wegen seinen Freunden, um mit ihnen zu spielen, um sich wiederzusehen. Es ist halt so eine Art Treffpunkt, es ist halt auch eine Art Freizeit, muss man einfach sagen, ja. Andere gehen halt, was weiß ich, andere Sachen machen und wir treffen uns hier, labern über unseren Alltag und spielen halt noch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Nebenbei. Ja, das wäre auch ein Grund, natürlich auch familiäre Probleme, Ausbildung, Studium, das sind halt natürlich Sachen im Alltag, die haben Vorrang natürlich vor dem Kartenspiel, ist klar. Man muss ja erstmal schauen, dass man ein geregeltes Leben hat, bevor man spielen kann. Aber ansonsten, jetzt zur Zeit ein Grund ist für mich nicht aufzählen, jetzt kommt auch nochmal der Blue Eye Support. Ja, das war für mich auf jeden Fall ein Grund, erstmal nicht zu stoppen. Ja, nach so einer langen Zeit kommt mal wirklich ein gescheites Drachendeck und spielbares Drachendeck raus. Ja, auch wenn die wichtigste Schlüsselkarte nicht kommt, der Alternativ, aber schauen wir mal, ob das Deck trotzdem was reißen kann. Auf jeden Fall, die Leiden waren zu groß für die Leidenden, die haben jetzt aufgehört. Wir können es nicht nachvollziehen, aber ihr könnt unten gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr schon mal aufgehört habt, wieso ihr aufhören würdet jetzt. Ansonsten, wir haben leider versprochen, dass die Leidenden noch auf unserem Kanal zu sehen sein werden. Das wird leider nicht mehr der Fall sein. Das war's, also passt immer auf. Für uns kriegt ihr auch einen Diss-Track von... Ihr müsst immer aufpassen. Also von uns, wir haben fertige Diss-Tracks zu Hause, aber wir haben halt keine Gegner. Jetzt schauen wir, Team Ragnarok haben wir systematisch zerstört, jetzt schauen wir, wer ist das nächste Team? Aber wir dürfen noch nicht drüber so reden. Und ja, passt auf. Alles Gute für die Zukunft, die beiden. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren, checken unsere Sponsoren ab und die Links schön an die Datei. Checken unsere Facebook-Seite ab. Und bleiben Sie so.